So eine Startphase wünscht sich natürlich jeder Trainer. Die Schuldigen sind die Fans. Wir haben seit Monaten keine Zuschauer. Wir kommen heute ins Stadion, wir sehen die Leute, die Spieler gehen zum Einlaufen, endlich wieder zu Hause Zuschauer. Das war der Grund für diese Startfurioso, denke ich, diese zusätzliche Motivationsspritze. Selbstverständlich gewinnt man lieber als verlieren, aber in unserem Job gehört das dazu. Aber es ist schon so, dass ein guter Start hilft, das gibt einem ein bisschen Rückenwind. Aber es werden auch Niederlagen kommen. Die Bundesliga ist ein hartes Geschäft. Da kann jede Mannschaft jede schlagen. Wir haben es heute, im heutigen Spieltag gesehen. Also von dem her muss man auch mit Niederlagen umgehen können. Ernüchternder Tag für uns heute in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, was die Leistung betroffen hat, die einfach nicht genügt hat. Zwei Gesichter auch gegenüber dem Bayern-München-Spiel, wo wir schon um einiges aktiver, besser waren. Und was natürlich sehr, sehr unangenehm ist und ärgerlich ist. Das kommt dann auch noch dazu, sind einfach die schwereren Verletzungen. Auf der einen Seite, glaube ich, Stevie Leiner mit einem Knöchelbruch. Und bei Markus Thuram müssen wir schauen, irgendwas wegen Seitenband. Bei Lasso Player weiß ich es noch nicht genau. Da warten wir mal ab, was die Bilder sagen. Und Matze Ginter war jetzt leicht erkältet, war nicht mehr topfit, deswegen musste ich ihn rausnehmen.